Hallo, mein Name ist Mario Botsch. Ich bin Professor für Informatik an der TU Dortmund. Wir beschäftigen uns seit mehreren Jahren mit virtuellen Personen, mit Avataren und haben vorher einen großen Scanner gebaut, der aus 50 Spiegelreflexkameras besteht. Und damit können wir Personen komplett einscannen, Avatare erzeugen, die wir dann in der virtuellen Realität zum Beispiel verwenden können, um die Person zu repräsentieren oder auch in Computerspielen verwenden können. Und bis jetzt war diese Technologie Leuten vorbehalten, die den Platz und das Geld haben, um sich diese großen Scanner anzuschaffen. Und wir haben jetzt in einer Arbeit es geschafft, eine nahezu vergleichbare Qualität an Avataren hinzukriegen, nur mit einem Smartphone, wo wir mit einer Handykamera eine Person abfilmen und aus diesem Video dann eben auch einen Avatar erzeugen. Und das macht es jetzt mehr Leuten möglich, sich für alle möglichen Einsatzzwecke ihren eigenen personalisierten Avatar zu erzeugen. Hi, ich bin Timo und Stefan scannt mich gleich ein. Dann erzeugen wir aus dieser Videoaufnahme mit Fotogrammetrie-Techniken eine dreidimensionale Punktwolke, die diese Person relativ dicht und genau abtastet. Und dann nehmen wir ein virtuelles Menschmodell, das wir vorher schon mit viel Vorwissen über digitale Menschen gefüttert haben, und passen es an diese Punktwolke an und haben dann den Avatar rekonstruiert.